Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Björn vom LSMBD und wir spielen zusammen mit der Chloe, dem Drama Lama, dem Eliawald und dem Herrn JJ Dead by Daylight. Viel Spaß! Hätte ich das Tutorial spielen sollen? Nein. Auf jeden Fall. Das sind nur klar. Videos. Ach so. Es ist immer gut, wenn ich sage, komm zu mir, dann kommst du zu mir, dann zeige ich dir, wo es rausgeht. Das ist gut. Der Ausgang ist hier auf diesem Haken. Warte, ich heb dich hoch. Den kannst du von hier aus sehen. Ja, ich möchte auf den Haken, ja. Man sieht meinen Mauszeiger, wie unprofessionell. Also wirklich, kotzt so mich an mit deiner Unprofessionalität. Ich bin für dieses Medium nicht geschaffen. Es lädt echt lange. Ja, das stimmt. Was, ich spiele schon eine halbe Stunde. Sag mir das doch. Ich gewinne. Liegt an Eliawalds alter Spannrechner. Ja, genau. Alles an mir. The Thompson House. Coldwind Farm. Wo seid ihr? Es geht wieder los. Oh ja. Ich sehe euch. Tust du gar nicht. Uha. Wer ist denn da? Nein, das bin ich. Ah, Mist. Ich blute. Du bist nicht blau, das ist ganz natürlich. Ach, jetzt fick dich doch mal, du Scheißmaschine. Entschuldigung. Also wirklich. Solltet nicht schimpfen, sonst kommt die Schimpfpolizei. Und ich glaube, das geht auch noch, ne? Ja. Jetzt? Ich glaube, ich muss hier weg. Nein. Bruch. Bleib ruhig da. Nein. Ich bin nicht da. Ich bin nicht in der Nähe. Wer will denn auf meinen Haken? Ich möchte nicht von dir gespießt werden. Haken. Penetrieren. Das ist das einzige Wort, das er ja heute gelernt hat. Penetrieren. In ein Hinterwäldle. Glaub ich dir sofort. Du kleiner Eliawald. Wieso spielst du eigentlich immer den Typ mit der Falle? Befallen. Man nennt mich auch den Fallenliebhaber. Vielleicht findet er Gefallen daran. Dann wollen wir ihm mal nicht zur Last fallen. Ui. Bitte. Selbst ein Kind hat Grenzen. Diese genervte Tonstimme ist echt super. Was denn? Ach. Wo bist du? Hier. Oh, okay. Tobi, wieso gibt's jetzt zwei von dir? Oh. Nein. Vielleicht breche ich bei dir rein. Ups. Es wird Zeit, ein bisschen zu metzgern. Hallo? Wen haben wir denn da? Ah, bin so schlecht in sowas. Oh. Oh. Chloe, das hätte ich dir auch sagen können. Na toll. Chloe, da ist eine Falle. Toll, echt witzig. Chloe, da ist eine Falle. Ich hab lange nicht so gelacht. Ich nehme Freund auf und dann komm ich. Bleib da. Nicht bewegen, Chloe, nicht bewegen. Chloe, wo bist du denn? Also wirklich, komm zu Papa! Nein! Wo läufst du? Ach du Scheiße! Vor dir! Na, ich könnte dir ein bisschen auf das Näschen geben. Bitte was? Nein! Bleib weg vom Lama! Bleib weg vom Lama! Geh schön hin zum Lama! Wir kennen uns schon so lange. Ach du Scheiße, hast du mir heimlich geübt oder was? Ich? Ja. Ich würde niemals dieses Spiel üben. Meine Falle hat ausgelöst. Und da ist auch einer. Du liegst jetzt da. Nein, ich liege da nicht. Und wer ist denn in meiner Falle? Leider niemand. Ich schau doch mal einfach zu. Niemand. Boah, wie fies du einfach bist, ne? Weißt du was, ich leg dir noch eine Falle hin. Schau mal. Du hast nämlich zwei Füße. Und ich habe zwei Fallen. Lass dich nur nicht stressen.
Bloß nicht stressen. Nö, nö. Moment. Jetzt bist du rausgekommen. Jetzt bist du in die Tasche gefallen. Hups. Ich würde sie nochmal links daneben stellen. Ja, ja, genau okay. Da. Ihr seid so krank, wisst ihr das? Ach, Mist. Ich kenn das gar nicht. Moment, läuft gleich. Wir sind vielleicht nicht. Danke, danke, danke. Sprint! Na, hört ihr das Glöcklein? Glöcklein, was euer Herz sein könnte. Badabum. Ich hör kein Glöckchen. Ich Dass du dein Mikrofon regt mich so auf, ne? Ich hab mich gerade voll erschrocken, weil das so gut ist. Nein, bleib weg von Lava. Bleib weg von Lava. Nein, 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 nein. Wer ist denn da? Hol dir die Chloe, hol dir die Chloe. Nein. Was ist das für eine Holde, weil die sich Nein, ah, Mist. Das ist krank, das ist einfach nur krank. Was ist krank? Du! Ja, genau. Hier noch eine Falle hinzubauen. Das ist die Falle, macht dir nichts. Du löst nur bei Beinen aus und die hast du nicht mehr. Das Natürlich! Das einfach mal ein bisschen mehr. Nein. Bluten und bluten lassen, sagt man immer. Chloe, vermisse dich. Tatsächlich. Komm zu mir. Louis Lein. Ja, bitte. Oh, ah, wo bist du? Nein! Weg! Könntest du mir bitte die Gegend beschreiben, wo du gerade bist? Hallo! Lama? Hallo? Ein Küsschen auf das Nüsschen! Auf dein Nüsschen! Ist gerade alles voll. Kann nicht sein, ich hab Tena. Ich frage mich, was in diesem Schrank ist. Wer kommt denn da raus? Ja. Ja, nein, da raus? Nein, nein. Dieser nein. Schrank, der so stirbt und aus dem Blut rauskommt. Ich komm zum Schrank und höre da kommen so 2 Liter raus. So. Ab auf die Stange. Währenddessen mache ich mal die Barrikade kaputt. Aber wisst ihr, wer mir Sorgen macht? Ja, mal irgendwie, wenn du da bist und nicht rennen kannst, jetzt können wir ja Freunde werden. Also weißt du, wer mir Sorgen macht? Soll ich dir also schon mal so eine Couch hinstellen? Wer macht dir denn Sorgen? Erzähl mir deine Sorgen. Okay. Also die Chloe. Was? Die Chloe macht mir wirklich Sorgen. Was soll ich dir sagen? Ja, die Chloe, die macht immer so diese Generatoren, weißt du? Und dann geht immer das Licht an und dann geht die Tür auf. Hey, hey, hey! Also wirklich, Lava, du bist nicht mehr bei mir. Ja, ich höre dir zu, bleib bei mir, bleib bei mir und erzähl mir mehr. Nein, aber natürlich, du willst es doch auch, komm zurück zu mir. Nein, doch. Du willst mich nur austricksen. Nein. Du bist überhaupt nicht an der Freundschaft interessiert. Doch, natürlich, das ist eine total beidseitige Sache, glaub's mir. Hallo. Ach. Er blutet aus dem Schränklein. Wer hat denn dann seine Tage? So ganz nebenbei, es gibt gleich ein totes Opferlama. Wie machen wir das? Kommst du raus oder soll ich? Oh, danke. Bitte sehr. Na, Chloe. Ich erschreck mich da jetzt. Na, Chloe. Oh. Das ist aber keine behindertengerechte Treppe. Aber das ist schon echt ein schönes Haus. Das stimmt. Willst du zu mir kommen und es dir anschauen? Ja, Moment. Wo kriegst du das? Weg. Hey, was ist los? Ich weg. Wie weg? Langsam. Ich bin da, Chloe. Langsam, aber sicher. Oh nein. Ah, bitte.
Bist du auf den Haken? Nein, will ich nicht. Du bist nicht auf den Haken? Dann lege ich dich halt einfach sanft ins Kornfeld rein. Sanft ins Kornfeld rein. Warte, ich muss hier mal kurz einen Ingenieur einfangen. Wo willst du hin? Huch, kannst du da nicht durch die Falle laufen? Nein, ah, Mist. So. Hilfe. Kümmere dich um Chloe. Ich komm klar. Okay. Hilfe. Mach mal die Barrikade. Hilfe. Was ist los, Chloe? Ich geh dir helfen. Wenn du so nach Hilfe schreist, dann bist du. Chloe. Bist du? Hey, da ist ja noch jemand. Chloe, also wirklich. Ganz schön frech, was du hier machst. Was soll das? Dich einfach so heilen hier. Gibt es denn die? Ja, genau, das ist schön. Bitte? Also, wir können jetzt doch ein bisschen gehen. Also, nee, wir wollen nicht. Was belastet dich zurzeit? Mich belastet nix. Gar nichts. Nichts? Ich chill hier einfach nur eine Pilz. Alles ist gut. Okay. Du blutest aus der Leiste. Ist das normal? Ja, das bin ich auch ganz lecker erwischt. Dankeschön. Gerne. Jetzt muss ich aber auch wirklich anfangen, die Leute zu töten, wisst ihr? Das können wir jetzt einfach... Nein, das kann doch nicht wahr sein! Also das, das Schlimme ist, diese Stimme hört man immer nur in einer Sorte von Doku. Kommt, Kinderlein! Ja, genau. Nein! Komm nicht zu mir! Nein, musst du nicht, du kannst weitergehen. Guck mal, ich kann dir verraten, wo jemand ist. Okay, verrate mir, wo einer ist und dann werde ich ihn töten. Leicht vorne rechts, schräg von mir. Okay. Der, aber wenn da keiner ist, Laura, wenn da keiner ist. Doch, natürlich, da ist jemand. Ach, schau, da ist ja wirklich jemand. Danke. Ach, Mann, ja, gut, dann muss ich die Chloe aufhängen. Oh nein, was du immer jetzt stehen bleibt. Tut mir leid, es tut nein, mir leid. Nein, du musst mich nicht aufhängen. Du bist doch lieb. Sei lieb zu mir. Okay. Sei lieb. Du kannst einfach mal ein bisschen abhängen. Also ganz ehrlich, bei Quicktime-Events bin ich nicht richtig schlecht. Hast du auch? Das ist keine gute Kombi. Hört mal auf hier. Na, gehst du weg? Nein. Jetzt muss ich die Barrikade zerstören. Also wirklich. Komme gleich. Okay, warte. Lauf mal nicht zu weit vorher. Okay. Nee. Ich häng hier mal so ab. Rum und so. What? Bist du? Hallo. Na, so jetzt häng mal dir. Oh. Hübsches Gesicht. Jetzt hast haben du. Wir nur noch zwei Generatoren. Jetzt können wir auch mal zum Schluss kommen. Jetzt nehme ich aber einen ganz schönen Umweg hier. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Das finde ich aber nicht in Ordnung. Wer läuft denn hier rum? Dachte ich, niemand. Findet ihr das auch immer nervig, wenn man die Tasten von anderen hört? Ja, aber ich... aber wir hören die ja nicht. Lama. Nein. Lama. Nein. 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 Wie ein kleines Häschen bist du in meine Falle gerettet. Komm, Lama, befreie dich. Oh, hast du mich befreit? Du bist dieses Schwein, du. Was ist los? Was? Lama, ich werde dir jetzt gucken, wo der nächste Haken ist. Währenddessen kannst du ja mal ein bisschen mit. Also. Ups. Wir haben eben die Qual der Wahl, aber ich muss jetzt mal nicht. So langsam ein paar Leute aufhängen. Nein, das willst du gar nicht tun. Du bist ein lieber Killer. Komm, wir hatten doch so eine tolle Verbindung und du wolltest mir deine Sachen erzählen, was du so erlebt hast. Ja, wie du zu diesem wahnsinnig starken, großen Mann mit dieser Muskulös. Netten... Also die Geschichte ist die, ich hänge Leute auf und dann werden sie geopfert. Das ist ein tolles Konzept. Da kann ich mir vorstellen, dass jeder sofort Feuer und Flamme für ist. Das ist auch eine richtig, richtig schöne irgendwie Anzeige, so ich suche Partnerin, ich opfere Menschen und hänge sie auf.
Suche sanfte Sie. Devote. Oh, oh. Ja, weiß ich nicht. Bei dem Typen. Chloe. Der mag das doch auch anders haben. Ich suche die Devote. Was suchst du? Er sucht eine Devote. Also sucht er dich. Devote schreien kann. Chloe, nein. Ich bin doch so allein. Mach den Generator an. Ich hab den schon wieder die Falle ausgelöst. Ja, das bin ich. Das bin ich. Wolltest du nicht blicken? Nein, das wäre aber wirklich unschön. Ah, Mist. Oh nein. Nee, alles gut. Kümmere dich um dich selbst. Oh nein! Alleine! Okay, ich kümmere mich um mich selber. Oh bitte! Verschwinde da! Ja, Chloe, verschwinde! Hör auf hier rumzublaffen, denn ich bin in der Nähe. Oh Gott! Soll er wieder stehen bleiben und will er wieder überall gucken und so? Ja, ja, ich kenn dich schon. Also im Moment läuft er gerade bei mir herum, also. Ich bin einfach ein Naturmensch. Ein Naturmensch. Nein, oh, ich hasse es. Wieso spielt das eigentlich noch? Okay, jetzt hat er sich ganz, ganz weit verpieselt. Ja, Chloe, komm doch und rette ihn. Aber für den komm ich auch. Okay, er kommt wieder zu mir. Aber Chloe, jetzt weißt du gar nicht, was du tun musst. Chloe, diese Entscheidungen, sie rauben dir dein Urteilsvermögen. Das stimmt. Ich hab keine Ahnung, was ich da mache. Da wird man ja ganz wahnsinnig, was du jetzt machen musst. Chloe, ich hol jetzt meine Falle. Nicht weglaufen. Was hast du? Vor allem nicht alles an den Pinguin helfen, weißt du? Bitte? Ich darf nicht helfen. Darf ich nicht? Nein. Jetzt komm. Jetzt hast du geholfen. Also. Bitte? Was denn mit. Oh, Scheiße. Nee. Ui. Ja? Okay. Ja, bitte. Findest du es in Ordnung, was du machst? Ja. Findest du es in Ordnung? Ja. Ich finde es nicht in Ordnung. Wer ist denn hier schon wieder am Laufen? Ich sehe dich. Nein, 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 nein. Nicht blicken. Ich mag euch nicht mehr bleiben. Wir sind wohl noch nicht irgendwo. Was gibt mir bitte? Wo ist das von dir? Weg. Hallo. Hau ab. Na, mach mir eine kleine Verfolgungsjagd. Ja, ich könnte dich schlagen. Ich könnte dich auch ein bisschen länger verfolgen. Mach doch, mach doch. Okay. Ah! Hab ich dich. Aber das lief so gut. Ja. Du musst noch ein bisschen leben. Du kannst mir nicht allein lassen. Doch, ich bin noch Elia bald. Erzähl mir doch mal was. Okay, also. Eines Tages habe ich mir gedacht, du bist schon seit 20 Jahren Buchhalter. Kannst du noch nicht mal was anderes machen? Diese Buchhalter, nein, die bringt dich noch um. Da dachte ich mir, was ist spannender als ein Buchhalter? Ein Menschen ermorden. Dachte mir, naja, jetzt hast du ein bisschen was zusammengespart, damit deine. Bleib Kinder doch hier, was ich kann haben. Dich kaum hören. Hm? Nein, das passt schon. Ich erzähl's der Chloe. Also, Chloe, kurze Geschichte: Buchhalter, ermorden. Spaß. In dieser Reihenfolge. Ja, natürlich in der Reihenfolge. Oh, jetzt musst du ihn aber retten, Chloe. Oh nein. Jetzt musst du ihn retten. Sonst stirbt er verblutet. Was mache ich jetzt? Ich verblute eh. Er stirbt. Es ist die Zeit des Monats. Chloe, er stirbt. Chloe, es ist deine Schuld. Das war die Zeit des Monats.
bist eine richtig miese Ratte. Das ist auf jeden Fall schon mal irgendwie so ein Titel. Das ist ein super Titel für irgendwas. Das war die Zeit des Monats. Schamgefühl in deinem Leib. Dass du nicht einmal bewegt hast, dich umzuhelfen. Jetzt ist nicht sogar meine Spur. Oh nein. Joey. Hau ab. Willst du das Beste oder? Nein! Gut gemacht, Joey. Ich wollte eigentlich diese blöde Platte da umwerfen, weißt du? Und die eine versteckt sich im Schrank. Im Schrank sieht er mich nicht. Das nächste Mal, Chloe, machst du einfach die Hände vors Gesicht und sagst, du blöde. Weißt du, ich lebe nach dem Prinzip, wenn ich dich nicht sehe, siehst du mich auch nicht. Ich hasse es so. Chloe. Hau ab. Chloe. Nein. Ich bin gleich da. Nein. Und zieh dich an deinem Tralala. Was? Hey! Du bist auf, ein, das ist ein richtiger Sadist, ne? Nein. Ich bin ein lebensbejahender Mensch. Sag mal, bist du eigentlich immer noch hinter mir? Nein. Nein. Ich bin vor dir. Aha. Ah, Scheiße! Oh, darf ich dir bekannt machen mit meiner Falle? Nein, ich will deine Falle nicht sehen. Ah, es gibt nichts Schlimmeres. Komm mal da. Ich hasse es so. Oh, was? Hau ab! Was? Nein. Nein, wir können alles überleben. Nein, ich will nicht. Soll ich dich zurückbringen? Soll ich dich rausbringen aus diesem Bild? Ich dreh mal um, dann wird's besser. Wisst ihr, was gerade richtig hässlich ist? Mein Drucker hat gerade ein Fenster aufgemacht. Das ist mir gerade voll im Weg. Oh, ich hasse es so. Könntest du mir ein kleines Smiley malen auf dem Boden deinem Hut? Oh, ah. Oh, warte mal, vielleicht kann ich mich ja alleine recovern. Ja, mach mal. Könnte ein Weilchen dauern. Ja, dann wünsche ich dir mal viel Spaß. Ich hol mal noch ein paar Fallen. Okay. Wir machen eine lustige Fallenparty. Viel Spaß. Haust rein. Joey, hol mal deine Fallen. Joey, komme. Echt? Joey, wollen wir dich opfern? Ich habe mich keine 3 Meter bewegt. Wirklich nicht. Niemals. Wollen wir dich opfern? Nein! Lass mich leben! Chloe, wo bist du denn jetzt? Du bist schon wieder weggelaufen. Das kannst du ja gar nicht. Ach, du Idiot, du kannst ja gar nicht nach. Da bist du! Du blutest mir ja fast schon, warte mal. Das kann ich wiggeln. Lass mich mal darin wiggeln. Wiggle, wiggle, wiggle. Schau, ich leg dich auf die Treppe. Ah! Au! Au, das war jetzt dezent gemein, ne? Oh. Wieso? Du hast dich fast ausgewickelt. Ich war tot. Der Treppensturz hat mir das Genick gebrochen. Wow.